Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge von DC Stand Alone. Zu zweit. Ja. Aua! Wie tritt man zu? Warte, wie war das? Kommunikationsspott. Spott. Hier, guck mal. Tja, das war nicht ganz zutreten, ne? Also. Nee, das gibt's glaube ich nicht. Schon ein bisschen schlecht war das, muss ich sagen. Ja. Du oder ich fahren? Du. Okay. Ich kann auch, wenn du willst, weil dann kannst du gleichzeitig auf die Dings gucken. Also. Ich weiß wo lang. Ja. Ein Scheiß, weißt du. Kannst du ein bisschen schneller fahren? Nein. Kannst du ein bisschen schneller fahren? Nein. Aber jetzt kannst du ein bisschen schneller fahren, oder? Nein. Ist nicht gut. Jetzt habe ich nochmal ein Kamera mehr. Nicht schlecht. So, ab in den vierten, genau. So. Wir looten jetzt erstmal ein. Schalt hoch. Ein Dorf. Und dann geht's weiter in eine Stiat. Eine was? Stiat. Okay, nicht schlecht. Stiat. Das Dorf war nicht geplant, das hat er jetzt einfach noch dazu gemacht. Ja, weil wir da lang fahren. So. Ihr kennt's ja von der Folge, wie schnell das Gerät ist, ne? Natürlich. Mit Lichtgeschwindigkeit. Was liegt da? Fernglas. Das Schöne ist halt, dass er eigentlich schon fast instant auf Maximumgeschwindigkeit ist. Ja. Gibt's noch was Positives hier zu dem Fahrzeug? Sehr viel Platz. Sehr viel Platz. Oh Gott, Motor blinkt schon. Er rasselt aber nicht. Weil er so schnell war? Ja. Oh, schon wieder. Ach, eigentlich reicht das ja auch hin. Eigentlich ja. Wenn ich komplett alleine spielen würde, so würde mich das gar nicht so stören, glaube ich. Wenn ich nur so ein Ding hätte von der Geschwindigkeit. Ach, eigentlich geht's auch so. Man muss sich dran gewöhnen, weil man kennt es halt mit den Autos zu so knappe 100 oder 80 60 bis 80 standardmäßig zu fahren. Das ist jetzt die Hälfte. Und was doof ist. Könnten sie ein Moped rausmachen mit der Geschwindigkeit. Ja. So mit Beiwagen, das wäre geil. Da hast du da auch noch Platz drin. Oh, ist ja geil. Bleibst du hier stehen? Ja. Ja, Alter. War besser. Ja, das ist mega räudig, das Ding. Sagt der räudige Fahrer. Tür auflassen. Gut, jetzt sind wir erstmal in einer Dorf. Ich hab das Motocross-Visier schon wieder gefunden. Trainingsjacke, Hemd, Schrotpatron. Bandana, Unana. Was? Was war das denn? Bandana, Unana. Hey! Okay, du nimmst das Holz, Butze. Guck mal bitte ganz kurz nach, ob da ein Reifen dran ist an dem Fahrzeug. Ach, für so ein Schmutzfahrzeug brauche ich da nicht gucken. Okay, wo ist mein Raketenwerfer? Gibt's hier nicht. Nicht so lecker. Doch so lecker. Oh, hier liegt eine Machete. Meine ist abgenutzt. Die hier liegt, ist makellos. Tausche ich aus. Handschuhe, ne? Ganz wichtig noch, ne? Ja, weiß ich. Was weißt du? Genau. Was? Ah, und nochmal Bandagen. Nicht so gut. Ja, kannst du dir auch aus jeder Klamotte rausschnitzen. Ja, aber richtige Bandagen. Ja, kannst du dir auch aus Klamotten rausschnitzen. Nee, weil die richtigen, so Stofffetzen. Naja, reicht noch komplett hin. Die kannst du wenigstens sechsfach stapeln und nicht nur zweifach. Vier. Was anderes nehme ich gar nicht. Die nehme ich nur ganz, ganz zur Not. Ja, damit verbindet der sich aber auch viel schneller. Weiß ich nicht. Die 2 Sekunden kommt es nicht drauf an.
Nein. Oh, nein. Dreibein. Mitnehmen. Ja. Jetzt, wo wir dann doch mal häufiger kochen. Bushalfter? Achso, nee, brauchen wir nicht mehr. Ein Zelt, ja. Ein vernünftiges Zelt. So, muss ich sagen. Normalerweise heißt das ja Schulterhalfter. Ja. Will ich mir auch noch holen. Für der Raketenwerfer? Machen aber drücken runter, wicker gewiegt. Genau. Jawohl. Das Stoff jetzt ein Hersteller, damit ich meine mal auffülle. Ernsthaft, jetzt kommt der Zombie? Komm schon, steh auf. Mach die Drecksvieh. Drecksviecher hier. Eine Mose mit nichts dran. Schade. Finde ich auch ein bisschen lächerlich. Bei der Mose findet man nie eine, die, ich sage mal, irgendwas schon dran hat. Bayonett oder wie das heißt, oder irgendwas. Finde ich ein bisschen schade. Ab und zu hast du den Kompensator dran, ne? Ja, gut. Aber den findet man ja auch so eigentlich recht häufig. Boah. Oh, wieder einatmen. Schlimm, ja, wenn man ein- und ausatmet. Ja. Vor allem immer dieses Doppelt- und Dreifache alles. Ja, das nervt. Und vor allem den ganzen Tag. Und das Schlimme ist, wenn du einmal unter Wasser bist, dann geht das nicht. Dann musst du ja wieder hoch. Ja, aber das ist so unnötig. Wir sind den ganzen Tag ein- und ausatmen. Das mache ich jede Stunde zweimal. Da reicht das. Ich habe gar keine Zeit dafür. Ich weiß, bei deinem Rumgefurz nebenbei. Also du musst ja, darfst ja nicht die ganze Zeit Luft holen. Ja, bei meinem, ja. Genau, nur bei deinem. Na. Boah, das wäre laut gewesen. Boah, ich glaub's gar nicht, wie laut das Niesen gerade war, Alter. Mir ist gerade schon wieder fast die Nase weggeflogen. Das brennt. Also, ich habe eine Spotter gefunden. Spotter 22. Sportler oder nicht? Ist das nicht ein Sport? Nee, was? Spotter. Sport. Ja. Ah, mit R. Ja. Also Sportter. Sport. Sportter, genau. Die Sportter. Nimm ich erstmal mit. King of Killer? Ja, die Munition brauche ich halt. Brauchst du ja nichts. Okay. Kriegst hier einen Scheiß, kriegst du von mir, sag mal. Okay. Jedes Mal dein Kack-Angewinsler und Geschnorre hier. Okay. Ah. Alter, beweg dich doch nicht, du Drecksvieh. Der Drecksvieh, er muss ja aber bewegen. Nein, der ist tot. So tot kann er gar nicht sein, wenn er sich bewegt, wa? Junge! Junge. Alter, jetzt reicht's. Gleich knallt er wieder. Ich muss es wieder ausbügeln. Alter, hat mich da angekotzt. So, wo kann ich hier ganz schnell hochklettern? Also, du hast gerade die Essensglocke, Leute, ne? Ist so klar. Oh, wirklich. Na, dann komm ich mal. Bitte, bitte nicht mich abschießen. Von da hinten kommen die gar nicht. Ich stehe mitten auf der Straße, bitte nicht abschießen. Oh, ich juck mir gerade an der Achsel, Alter. Ekelhaft. Hey, das war schon. Nee, ich wollte gerade sagen. Ich muss die erstmal finden. Du knallst mich bestimmt gleich ab. Ich hoffe, du erkennst mich auch. Ja, du läufst ja nicht so. Ah, da ist er. Ich sehe dich. Bist du das? Ich Nein, das bist du. Ey, hier da oben, ja genau, hinten. Genau. Aber das war schon. Sich so, hat sich so nah dran angehört. Nee, da oben. Oh, Metalldraht, geil. Ist es jetzt ja ein Ernst? Nein, das ist der Günther. Nichts genau. Oh, doch, jetzt. Oh. Oh, Gott, komm ja noch hin. Oh, haben wir die beide gerade? Die Oma? Ja. Alter, übel hingebratzt und ich hab doch meinen Kopf geschossen, glaube ich. Die Oma braucht ein Double Tap. Double Tap.
Kommen da noch welche durchs Lager? Bis jetzt eigentlich nicht. Ganz schön ruhig. Oh, das Nein! Sind Fünf Leben. Gummistiefel. Ja, ich brauche immer noch dringend... Ja, Handschuhe, lass mich in Ruhe. Patscherschuhe. Kriegst gleich meine, wenn du so weiter redest. Ich brauche Handschuhe, ich brauche Handschuhe. Nein. Oh, plus? Bin ich hier schon drin gewesen? Ja. Ich bin über dir. Natürlich. Ja. Nur um die in Sicherheit zu wiegen, also. Natürlich. Ist alles nur aus Sicherheits. Gründen. Natürlich. Tiefer gründlich. Ich laufe jetzt schon mal zum Auto. Echt jetzt? Ja, aber das schwere Zeug halt. Achso, ja gut, okay. Ich habe noch nichts gefunden, was wirklich bedeutend ist. Ich habe nur Schmutz gefunden. Ah, ah! Hätte ich mich erschrecken sollen oder eher nicht? Oh, hier ist eine Beifahrertür, die kann ich gleich mitnehmen. Wow, stimmt ja, ich habe ja das Zelt gefunden. Motorhaube ist ja auch noch. Oh, die Fahrertür, Beifahrertür. Du hast die Tür. Oh, fuck. Hast du auch? Habe ich. Ja, Beifahrertür. In der richtigen Farbe. Du hast ein Blau. Ja. Blau ist geiler. Ja, aber. Passt. Nein, das war schon mit dem Satz. Danke. Tschüss. Ich will das Ding immer noch in Oliv. Eigentlich schon. Hier ist ein Wiesen-Champignon-Pilz getrocknet. Nicht so gut, aber trotzdem esse ich den. Ja, du kannst gerne die Beifahrertür ranbauen, aber du musst von da hinten laufen, also. Nee. Ach, das ist dir wieder nicht wert, ja. Ja, ja, ja. Du dreckiger. Genau. Warte, was? Schmutz. Genau. Schmutz. Warte, was? So, weil ich mir öfter 8. Achso, muss ja hier. So. Dann nehme ich das hier, dann nehme ich das hier. Und kombinationieren. Kombinationieren. Ah, Deutschland, ja. Das hat so viele Möglichkeiten. Ich glaube, auf Englisch kannst du was wirklich nicht machen, oder? So ein Blödsinn. Ich weiß nicht. Jetzt müsste ich es perfekt können, um das zu wissen. I go into the street. I going. Ne, das ist richtig. I gegoated. Into the street. In the, ja, okay, das war auch schon wieder voll. Egal. Du bist einfach ein Keck. Wup, wup. Wup, wup. This is the sound of the ADAC Club. Police. Ach so. Oh, das wusste ich nicht. Abgenutzt, beschädigt. Ich suche jetzt mal. Okay. Benutzt. Okay. Noch was oder war es das schon? Benutzt. Okay. Benutzt. Aber jetzt, oder? Okay. Oh, na. Alter. Havana okay. Club, oh, na. Warte, was? Verstehe ich jetzt nicht. Oh, hier liegen Laufschuhe. Meine sind makellos. Dann lauf doch damit. Haha, Laufschuhe. Schuhe für Leichtathleten, nicht für schwieriges Gelände oder regnerisches Wetter geeignet. Dann nicht. Putz. Ich habe auch mal wieder richtig Bock, wandern zu gehen. Jetzt nicht unbedingt Harz, aber so im Allgemeinen mal wieder richtig schön in den Harz. Ah, okay. Hat mir direkt hin, ja. Läuft da oder geht da einmal 5 Meter, ey. Boah. Naja, und musst du dafür 12 Fotos machen, also das war schon anstrengend, ja. Und dann hat die Kamera Weißabgleich. Ich habe mich einfach nur gedreht an der Stelle. Weißabgleich, Zoom. Hat alles nicht so geklappt. Ja. Oh, hier ist wieder was Neues. Das ist wieder. Ach, die Jodtinktur. Die du noch nie gefunden hast. Doch, ich glaube, letztes Mal hatte ich die schon mal. Nein. Doch. Jeans, Rock. Alter. Schnauze. Billige Jeans. Billy Jeans, Entschuldigung. Billy, Philly, Wally, Billy Jeans. Einfach Willy.
Billy will Swiss Cent. Wow, ich habe mal wieder Schrotflintenmunition gefunden seit langem. Auch nochmal drei in LKW reingepackt. Habe ich nachgefragt? Schreibt es in die Ja. Kommentare. Hat er, wisst ihr, habt ihr gehört? Ihr seid Zeuge. Putz. Oh, jetzt gleich ausgetauscht, geil. Ich habe jetzt nur noch drei Magazine für mein M16. Ui. Ist nicht so viel, wie ich gerne Ah, hätte. wie voll ist denn dein Streichholzset, deine Packung? Das 171, was ist die Frage? Ah, das 100. habe ich ja letztens, warte. Hier, 23 kann ich jetzt zusammen kombinieren, Okay, ja, oder? genau. Ich habe Ja, nämlich gerade noch geil. eins. Ist das voll? Ja, jetzt habe ich es genau voll bekommen mit den zwei. Ah, Nee, okay, gut. 94 Stück. Dann kriege ich sie gleich nochmal, weil ich habe hier noch gerade welche gefunden, das hätte ich hier gelassen. Ich habe die mal jetzt auch schon voll gemacht, so jetzt kannst du reden. Und ein leeres. Das schmeiß ich jetzt weg. Das Voilà. explodiert jetzt. Das zündet sich selber an. Warum kann man das nicht zum Anzünden benutzen? Ja. Zerlegen und dann hast du zwei Stück Papier und fertig. Achso, die Stimmt, kann man ja auch nicht ja. stacken. Ein Stück Papier. Oh, das wäre mal interessant. Kannst du wirklich mit einem Streichholz und einer Streichholzpackung ein Feuer anmachen? Natürlich kannst du das. Sicher? Es darf halt nur nicht abbrechen, ne? Oder nass werden. Ja, aber kriegst du das so schnell alles hin? Musst du halt Naja, alles gut, gut wohl. vorbereiten, Ja, stimmt. den Zunder. Denn geht Den das. Streifen, den zum Anzünden kannst du ja so gesehen abschneiden oder abreißen. Ja. Da kannst du das Papier schon mal richtig, so wie du schon sagst, vorbereiten. Ja, doch, Mhm. eigentlich. Das wäre aber trotzdem mal interessant, ob das gut auch geht. Das wäre natürlich cool. Oh! Fuck Schwinde. you, Alter! Machst du auf meiner Seite, sag mal. Dich rasieren? Ich gleich ein paar aufs Maul. Drahtgeflecht. Ja, du willst immer zumachen gleich. Hey, ich habe nichts, sonst hätte ich längst gemacht, Alter. Längst Hast. gemacht. Okay. Ich bin gerade. Okay. Guck mal, das geht auch. Du musst mir ganz schnell. Wo bist du? Ja, ich bin schon im nächsten Haus. Ja, dann kommst du halt raus aus. Außerdem, da war ich auch Ich wollte gerade schon. sagen. Warum war die Tür. War die offen? Ja. Warte. Mal gucken, ob es funktioniert. Verdammt, es hat nicht funktioniert. Vor und Hä? wieder zurückzuspringen. Irgendwas ging's. Nein, jetzt geht's nicht mehr. Das ist der So, Alkohol. so wie die Zombies, dass sie doch wollten noch überspringen und dabei sind sie doch Achso. wieder zurückgesprungen. Das habe ich eben gerade hingekriegt da vorne. Na, na, na. Okay, wir sind durch. Echt jetzt? What the Fernseher? Das geht jetzt aber schnell. Hast du hier links und rechts schon überall gemacht? Ach, Ja. hier. Ach, krass. Hier bin ich als erstes gleich reingegangen, weil ich dachte, du machst da in die Richtung. Hast du ja auch das große Haus und so Ja, weiter. Und genau. In die Richtung habe ich, da da war war ich ja auch nicht. schon. Na denn. So, hier mache ich jetzt wieder fünfmal. Das hat ja immer geklappt. Eins. Fünf. Warte, was? Vier und die Ich mach fünf. nur drei. Es hat bis jetzt hier immer fünfmal geklappt. Bis Soll ich dir auch jetzt. gleich eine Vitamintablette reinschmeißen? Nee, ich muss meine auch mal leer kriegen. Achso, hier. Warte, hier. Nee, warte mal, hat es egal. Ich leg's hier hin, musst du wissen. Ich weiß das nicht, Ja, ob deine okay. schon voll waren. Nein, nein, ich hatte 94. Okay. So, jetzt habe ich 100. Ja, und die 15 Stück. Anstatt dass er gleich mit dem LKW runtergefahren ist. Nö. Genau. Oh, jetzt ist er ein Zombie auf der Straße. Oh, der muss weg. Was kann der eigentlich? Silent! Oh nein. Alter, am LKW ist auch einer. Nicht schießen, Ja, nein. nicht schießen. Wäre das jetzt mies, welche Reifen getroffen hätte, ne? Oh, hätte sogar nur einen Schuss gereicht. Reicht Da das sonst bei kommt. der nicht was?
Oh. Alter, lauf doch nicht hin und her. Ja, was schießt du auch in der Richtung, wenn ich genau daneben stehe? Was macht der? Alter, jetzt bleib doch mal stehen, du Dreckshupe. FSK 12. Ja, ich sehe das schon. Da muss er noch was drüber machen. Boah, ich hab aber viel gefunden. Hä, wo hast du die Schrotflintmunition hingepackt? Fast ganz unten in der kleinen Koffer. Ach, so in der Kiste. Ah, geil, ja, das ist gut. Ich hab sogar noch Revolver drin. Ja, den will ich jetzt auch umpacken. Ja, mach. So. Das Lagerfeuer ich erstmal reingepackt. Das packe ich mal oben in die Kiste mit rein. Das ist da unten nichts. Oh, mit der Holzkiste, das ist so geil. Das feiere ich total. Vor allem, dass sie funktionieren. Nice. Ja, Gott sei Dank. Müssen nur die Fässer funktionieren, Alter. Weil da können wir auch drei reinpacken. Junge, das wären 600 Platz nochmal extra. Boah. Alter Schwede. Wäre das krank. Das wär eigentlich schon fast wieder zu dolle. Aber so. Ist ja nun mal richtig, ne? In dem LKW? Natürlich. Okay, jetzt müssen wir rechts. In dem LKW könntest du ja fast eine ganze Wohnung hinschmeißen. Mit Möbel und hast du nicht gesehen. Ja, das stimmt. Okay, du direkt den dritten Gang ein. Aber. Dritten Gang angefahren. Kannst du auch im vierten. Alle. Was habe ich hier noch zur Auswahl? Oh. Da müssen wir geradeaus dann so gesehen. Also rechts. ICT. Oh, hier waren wir nicht. ICT. Oder? Nee, hier waren wir nicht. Nee, bei dem bunten Haus nicht. Achso, Quatsch, da kommt der überall hoch. Warte. Immer warten, bis der stehen bleibt. Okay. Weil er rollt immer mal wieder kurz weiter und das ist echt. Ja, warum kriegst du das eigentlich nicht hin, sag mal, also? Nicht so lecker. Ah, guck, hier ist das. Hier ist das. Das Gewehr, was wir vorhin gefunden haben, gleich mit dem Visier oben drauf, was ich gesagt hatte. Der ballert hier schon wieder rum. Hast du die Schüsse, ja? Ach, krass. Eine Anzeige. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Unbekannte Konserve! Ich habe sogar das Magazin gefunden, das liegt hier im LKW, ne? Yep. Oh, da haben wir davon sogar zwei. Ich habe kein Geld und du hast kein Geld. Wer hat den Mann mit dem Brie-Käse bestellt? Warte, was? Da ist ein Zombie im Haus! Hab ich nicht gesehen. ich muss an den echt vorbeigelaufen sein gerade. Nicht schlecht, also nicht gut. Warte. Nein! Meine Munition ist leer von der Waffe. Das ist jetzt nicht so gut. Nicht so lecker. Ich mach doch mal in Ruhe weiter. Verdammt, meine Waffe ist. Ich brauche ein Reparaturset. Und habe natürlich bestimmt nicht im LKW drin. Ja. Reparaturset? Für Waffe? Jo, genau. Im Auto hat nur eins. Jo. Die Pistole könnte ja auch schon beschädigt sein. Ja. Verdammt. Halt, nee, warte mal. Die waren makellos, ne, die ich hier habe. Makellos. Die hier ist abgenutzt. Kombiniere ich doch nicht mit so einem Schmutz da. Okay. Schon wieder im LKW? Ja, immer noch. Ich mache die Magazine gerade voll und pack die in die Waffe rein. Hallo! Okay. Ich habe jetzt nichts Wealth-Breakers gefunden. Aber ich sortiere es trotzdem mal ein. So wie gehabt, ne? Drehen mit Leertaste. Ist immer noch super wichtig, finde ich. Aber was damals nicht wussten. Kostet mich bis jetzt auch an. Eigentlich ist das so leicht, ne? Ah. Okay, also falls mein Ding da leer ist, dann kann ich zur Not das Sniper da erstmal nehmen mit den zwei Magazinen. Jo. Müssen wir halt nur die Munition ein bisschen noch sammeln. Das kommt nicht ab. Da, jetzt habe ich es geschafft. Geht doch.
Warum nicht gleich so? Mann, oh Mann, hatten oh Mann. Hatten wir überhaupt schon mal so ein Pionier-Magazin? Nee, deswegen, ich glaube nicht. So, gut, okay, ich kenne auch die Waffe nicht. Aber ja. Da braucht man mich ja nicht fragen. Gut, dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich, gibt doch noch einen, schreibt den Kommentar, wenn euch das Video gefallen hat. Tschüss. Tschüss.